Ich habe voll die hohe Stimme. Sag mal, G-Man, werd mal nicht unverschämt hier. Basti ist vielleicht sensibel, weißt du das? Da lacht er. Das kannst du gar nicht wissen. Vielleicht hat er die auch einfach nur so hochgepatcht, das so pitchmäßig, damit das, ne? Er möchte auch als Frau mal gelten. Emir unterstrich Baschur. Ich sag jetzt nichts über seine Chronologie in YouTube. Das wird totgeschwiegen. Dezibel? Nein, nicht die Dezibel. Densibel, genau. Sensibel, Mann. Er kann ja versuchen, mit einer hohen Stimme die Schallwellen eines Geistes aufzuspüren. Ne? Genau. Wollen wir Streethouse, Farmhouse oder Highschool? Such dir aus. Können wir denn was anderes als Anfänger machen, dass wir mal irgendwie was fortgeschritten machen? Ja, ab 8 kannst du fortgeschritten machen. Unterstrich Baschur. Ich glaube mal, eine Zwiebel. Oder eine Zwiebel, genau, Baschur. Basti ist eine Zwiebel. Über das Mikro kommt der Bass nicht so rüber. Ja, so. Eigentlich vibriert das ganze Haus. Genau. Meinst du, das ist eigentlich so ein ganz tiefes, wummerndes Dröhnen? Ja. Du hättest eine andere Stimme erwartet. Aha. Ich auch. So, jetzt. Das ist ja verrückt. Aber seht's mal so, ich höre ihn heute auch das erste Mal. Und ich bin nicht enttäuscht. Wenigstens einer. Das hört sich jetzt mega traurig an. Oh, Lara schwebt. Schwebe Lara. I'm a dancing queen, so. Emir unterstrich Baschur. Kann man von einer Stimme enttäuscht sein? Ja, kennst du noch die Apfelringe-Tante? Man kann von Stimmen deutlich enttäuscht sein, ja. Ja, kennst du noch die Tuse mit den Apfelringen? Fun Fact, das war mal eine Kollegin von mir, als ich in der Eisdiele während der Schulzeit gearbeitet habe. Ich habe sie den ganzen Tag gehört. Und die hat immer von Apfeltaschen? Nein, sie hat nicht von Apfelringen gesprochen. Die hatte halt auch mit mir zusammen ganz normal Eis verkauft. Hat aber eine Schauspielausbildung und Stimmausbildung angefangen. War sehr interessant. Die kennst du nicht. Gib mal, Baschur, gib mal Apfelringe. Ich glaube, das war DSDS. Ich meine, es war DSDS. So. Was steht denn da in Aufgabe? Was haben wir denn da? Ein Kruzifix brauchen wir, Räucherstäbchen und EMF. Und ein Feuerzeug. Und ja, Feuerzeug liegt jetzt auch da. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Elisabeth Braun. Dieser Geist scheint nur die auf Personen alleine. Elisabeth. Aber Fotos nehmen wir irgendwie nicht. Ganz, so ein ganz alter. Aber nimm mal mit für Knochen oder so. Ja. Feuerzeug habe ich. Wer hat Buch? Ich habe das Buch. Okay. Ich habe Fotokamera, EMF Salz mit. Und Lampe. Genau, dann habe ich das Salz. Nimmt jemand noch ein Thermometer mit? So, jo. Vorsorglich. Jo, hab ich. So. Okay. Räucherstäbchen hast du auch, ne? Nee. Können wir ja nachher machen. Nehmen wir nachher das Räucherstäbchen, wenn wir rumgefunden haben, ne? Ja, also ich habe ein Feuerzeug, aber sonst nichts. Warte mal, wo sind denn die Räucherstäbchen? Das sind diese weißen Dinger hinterm EMF. Ah, okay. Achso, die Dampfbombs. Die Tampons. Was willst du mit Tampons anstellen? Veronica, nein.
Wie lange ist Basti schon Mod? Oh, Basti, wie lange bist du Mod bei mir? Ich glaube, ein oder zwei Monate, nachdem ich hier angefangen habe. Ne? Also etwas über 2 Jahre. Oh, ich glaube, knapp 2 Jahre kommt gut hin. Hm. Wenn du Feuerzeug hast, brauchst du ja dein Dings da. Deine Dings musst du ja da mitnehmen, Lara. Deine. Meine was? Meine Tampons? Hey, wollen Sie mal aufgucken? Ja, dann schmeiße ich das Buch hier erstmal wieder hin, ne? Warte mal, dann lasse ich das Salz hier. Warte, dann lasse ich das Salz hier. Aber Basti ist jetzt bei dir seit 2 Jahren Mod und ihr hört euch heute das erste Mal? Ja. War aber Basti aber sehr schüchtern. Nee, das hat sich irgendwie eigentlich, glaube ich, eher immer nicht ergeben. Und das Lustige ist auch, er ist eigentlich bei mir dann Mod geworden, weil er, damals ging das noch, auf meine VODs immer drauf gechattet hat und ich das dann irgendwann gekriegt habe als Nachricht von wegen, hier hat jemand auf dein VOD reagiert und darüber sind wir überhaupt in Kontakt gekommen. Das waren noch Zeiten, damals. Also Kruzifix, okay. Ja, heute, G-Man, gibt's dein Kaiserschmarrn. Oh, lecker. Ja, ich meine, du zockst jetzt auch nicht so oft Multiplayer-Games und so weiter, das hat sich halt einfach nicht ergeben, ne? Naja, also es ist echt selten, dass wir jetzt 2 Wochen hintereinander Multiplayer spielen, das kam, glaube ich, noch nie vor. Das Einzige ist halt immer mit Katzi, aber das hat andere Gründe. Ich fühle mich so wehrlos, so ohne irgendwas. War ich? Hey. Ich laufe euch einfach mal hinterher. Ich habe hier EMF 2. 1. Auf dem Flur? Richtung Küche wird... Auf dem Klo ist es etwas kühler. Ja, auf dem Klo ist 2. Achso, die Kamera klein. Die Kamera stell uns mal hier. Guck mal, du kannst die Kamera relativ gut stellen, so dass wir den Weg noch mit haben. Naja, aber enttäuschend. Direkt am Eingang, weißt du? Unterstrichbarsch. Oder was meinst du, wenn du hier so hinstellst, dann ist der Raum mit abgesegnet, geradeaus und links. Ich geh mal schnell Salz holen, ne? Ich hol nochmal die zweite Cam. Ich hab das Buch. Mach mal einer Licht an hier. Ich sehe nämlich. Warte. Ich wollte hier das Buch reinlegen. Okay. Komm, leg mal ab jetzt hier. Da, das Buch. Hau hin die Scheiße. Dann hol ich dann. So. Genau, dann hol ich einmal links. Steh mal auf hier wieder, Charakter. Hol ich mal schnell Salz. Jetzt werde ich das auch einmal abdecken. Mehr unterstrich Baschuhe. Und nun salziger kalter Schiss. Genau. Jetzt wird aus kaltem Schiss salziger kalter Schiss. Wie soll's hier? Ich muss dringend mein Telefon lautlösen, weil er geht gar nicht hier. Wenn das da drin ist, ich weiß ja gar nicht, wo sollen wir denn da die Räucherstäbchen am Ende hinschmeißen? Hier vorne den Raum einfach ausräuchern. Hier das Klo. Mhm. Also hier am Klo ist irgendwie konstant EMF2. Wo geht's da mehr? Das aber nicht das Unterschied. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe jetzt das Feuerzeug und die Räucherstäbchen. Die Räucherstäbchen musst du in der Hand haben. Ah, ein Fingerabdruck. Hier fotografiert mal einer. An der Tür ist ein Fingerabdruck. Oh, leuchtet auf. Hier vorne an der Tür. Lichtflagger? Rechte. Genau. Kann ich das auch? Ich habe den Handabdruck aber nicht drauf. Warte mal, dann gucken wir mal schnell unter J, ob das drin ist. Und Beweise. Doch, ist drauf. Das Fingerabdruck ist mit drin. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich das anmachen soll. Glaub mir mal mit der gleichen Taste wie. Oh, jetzt habe ich es hingeschmissen. Fuck. Also hier war nichts, ne, von der Temperatur. Nee, also im Klo waren es irgendwie 7 oder 8 Grad.
Petra, okay. Kannst du mal nochmal die Tür da anleuchten mit deiner UV-Lampe? Ja, warte. Ja. Aber Fingerabdruck haben wir im Dings drin. Im, weil ich im, hab's auch nicht auf dem Bild J. Ja, ja, nee, guck mal bei J sonst. Haben wir schmutziges Wasser? Nein. Okay, schmutziges Wasser haben wir nicht. Haben wir hier schmutziges Wasser? Da können wir eigentlich gleich mal kurz rausgehen. Buch habe ich drin da liegen. Ich dass sie keine dann Ahnung, wie ich kann. Diese... Oh doch, warte. Ah, sie räuchert. Hat auch direkt funktioniert. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Ach, ja, geil. Super. Ja, ja, du räucherst gerade. Ich räuche. So, dann gehen wir erstmal raus. Ist das Feuerzeug jetzt gebraucht oder nicht? Ich kann das noch ganz normal weiterverwenden. Warte mal, ich will mal hier ein Salz hinlegen und hoffen, dass er... Aber dann kann ich das erstmal wieder wegpacken. Also wir haben noch 26 Sekunden Vorbereitungszeit. Und alles schon erledigt. Was habe ich mich jetzt verjagt, wer auch immer da gerade auf der Treppe steht. Was? Da liegen brennende Räucherstäbchen. Ja, ich weiß, die habe ich da hingetan. Entschuldigung. Hast du das Gefühl, der Geist kommt mit? Ja. Später soll das ja noch sein, dass du dann auch im Van irgendwie getötet werden kannst. Im Gefängnis, Alter. Auf das bin ich ja mal gespannt. Oh. Dann gehen wir erstmal raus, abwarten, was kommt, passiert. Okay. Das hat sich gerade angehört, als ob da einer in die Treppe runtergekommen ist. Na, leichten Ausschlag. Weil ich Apfelringe auch sehr gerne esse, hätte ich das besser nie gesehen. Werde jetzt immer daran denken müssen. Entschuldigung, Paschu. Warte mal, das Bad hat er nicht drauf, ne? Bitte? Das Bad hat er nicht drauf, ne? Oder sehe ich mich falsch jetzt hier? Hat er das Bad mit drauf? Nee, ne? Nee. Hm. Kamera. Wie man Kamera dreht, wisst ihr ja auch, ne? Wie man die. Ich denke die, ne? So. Ja. Die Kamera ist vermutlich. 16, 17 Uhr so in dem Dreh. Ich kann noch mal kurz gucken. Ich habe ansonsten nämlich noch was anderes. Einer drin und sagt Bescheid wegen Ausschlag? Von euch? Ja. Ja. Mag sie noch. Achso, okay, dann blübst du. Ich hab die Kamera mal angefangen. Guck noch mal jetzt, Basti, ob die jetzt geht. Ja, 3.3. Okay. Oh, wollte schon sagen, wer steht da? Boah, jetzt erschreckt er mich aber auch. Hallo. Ja, das ist leer. Das ist leer. Jetzt gucken wir mal. Aktivität bei 0. Eine Geisterpuppe oder so finden. Wie hieß sie? Achso, ich hab das Ding gar nicht. Elizabeth Brown. Ach, Elizabeth. Na dran. So, gucken wir noch wegen Knochen, ne? Noch schnell finden. Schmann 1989. Hier ist ein Knochen. Wer fotografiert mal hier oben? Behalte Knochen. Das Feuerwerk. Oh. Und dann gleich um die Ecke hier unten. Streamer X? Der hat mega was angeteasert. Was? Schon. Streamer X hat schon wieder was angeteasert. Neues Giveaway oder noch was? Voodoo-Puppe? Jetzt fehlt uns nur noch die Voodoo-Puppe, ne? Auch immer in den Schränken reingucken. Weil, da findet man dann auch oft hier so ein Brett oder so, weißt du? Ich hab hier. Ist die Aktivität, was? Was steht aus dem Brett raus? Ja, ich laufe hier jetzt auch gerade rum. Okay. Aktivität bei 0. Jetzt bei 3. 4. Nee, 3. Oh. Dreckiges Wasser müssen wir nachher noch, ne? Ach! Wir müssen nur laufen. Okay. Mist. Dann haben wir alles. Dann können wir erstmal runter, oder? Aktivität bei 0. Ja. Dreckiges Wasser brauchen wir nicht. Hatte wer die Box? Kann man da trotzdem mit fotografieren, weißt du? Dann kann man das... Welche Box? Die Geisterbox, hat die jemand? Mhm. Nee. Hier. Ah, Mist, da muss ich ja morgen früh auch Streamer X gucken. Verdammt. So, dann gehen wir erstmal runter, ne? Gucken, dass dann unten, vielleicht finden wir ja einen Ort. Unten.
Kommst du mit runter? Der ist noch hier oben. Ich bin unterwegs. Okay. Also im Buch steht nichts und das Salz sieht auch noch aus wie vorher. Okay. Aber wir sind noch bei Aktivität 1 oder so. Ja, dann sollten wir ein Häufchen Salz im Bett. Na toll. Eingeschrieben? Achso, wir haben 2 Kameras hier, okay. Ah, das ist cool. Wir haben 2 Kameras hier unten platziert. Sehe ich gerade. Immer noch 0? Du hast mit Räucherstäbchen, du hast mit dem Kruzifix schon mit Räucherdings, ne? Ja, ja. Deswegen, wir werden ein Problem jetzt haben, den Geist unten zu kriegen. Oh, okay. Hätte ich das ja später machen sollen? Ja, weil viele hatten das gesagt, wenn du das benutzt hast, dass du hinterher Probleme hast. So, was würde denn hinfahren, wenn man das macht? Oh mein Gott, Bashur, halt mich bloß auf dem Laufenden. Okay, ich bin jetzt hier gerade alleine in der Hürde, ne? Ja, warte, ich komm. Nee, bleib mal da. Okay, dann bleib ich da. Genau, dann ruf die Haustür an und sag dir, was Sache ist. Was ist das denn hier? Kann einer mal kommen? Hier schwirrt irgendwas im Monitor. Ich weiß nur nicht, was das sein soll. Was ist denn das? Ein Fussel. Siehst du das, Weiße? Oh, Licht ist aus. Siehst du das? Das ist von Basti. Basti leuchtet im Dunkeln. Er ist der Geist. Oh mein Gott. Die andere Kamera, genau. Okay, die andere geht auch. Jetzt geht es langsam auf 1, Basti. Also wir haben keine Orbs. Genau. Im Raum nicht. Seid ihr gerade alle im Van? Ja. Ja. Weil die redet ja nur alleine. Die redet ja nur alleine mit dir, wenn du alleine bist. Oh, jetzt war es kurz auf 2. Ja, das ist das durch das Räuchern jetzt gekommen. Weil Basti die ganze Zeit da drin sitzt, so mit der Rede. Na, was hattest du denn so zum Mittag? Ich hier ein, wenn ihr trinken gehen will. Ja, ich finde auch, dass das hier total langweilig ist. Wir müssen mal ein bisschen Action hier reinbringen. Was meinst du, Elizabeth? Oh, deine Sanity geht runter, Basti. Aber nicht doll, nur ein bisschen. Ich geh jetzt mal da rein. Also Fingerabdrücke haben wir. Buch hat er nicht. Oh, Basti. Haben wir auch nicht. Was hat man denn gehabt? Gefriertemperatur? Hatten wir Gefriertemperatur? Nee, ne? Kann sein, dass es ein Shade ist. Haben wir Gefriertemperatur gehabt? Basti? Nee. Also ich habe nichts gemessen, nee. Aber eher war unter 10 Grad. Geantwortet hat der Geist auch nicht, ne? Nee. Also wenn du Fingerabdrücke drinne hast, was nimmt der denn da? Mal gucken. Was wir der ist denn gegen Räuchern? Ein Spirit, ein Gespenst, Poltergeist, Banshee, oh Gott. Also sind nicht viele. Riverwand, Banshee, Poltergeist und Gespenst. Und ein Spirit. Geisterbox und Geisterorb, aber Orb haben wir nicht. Achso, kann jetzt sein, weil wir ihn ja geräuchert haben. Dass wir die Orbs nicht sehen, ne? Also eine Banshee, ja. Das würde auf das Kruzifix deuten, wird weniger aggressiv, wenn ein Kruzifix in der Nähe ist. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ich habe nämlich hinten nur Dings eingegeben, nur Fingerabdruck und da bleibt uns zur Auswahl Spirit, Gespenst, Poltergeist und eine Banshee und ein Revenant. Spirit könnte es sein, weil wir haben ja den Geisterraum ausgeräuchert und dadurch kann der vorübergehend gestoppt werden. Hm. Das würde mit den Fingerabdrücken auch zusammenpassen. Hat aber auch nichts ins Geisterbuch reingeschrieben, ne? Genau. Ja, jetzt noch nicht, weil wir gleich direkt geräuchert haben, ne? Und sonst hattest du
gesagt, eine Banshee? Eine Banshee könnte es auch sein, wegen dem Kruzifix. Ich schmeiß nochmal das Kruzifix, hab ich genommen rein. Und die gute Taschenlampe lasse ich mir auch liegen. Und EM5 Gefriertemperatur. Bei einer Banshee. Ah, jetzt habe ich die Kamera mit und das EMF. Nicht. Beim Spirit haben wir ja Geisterbox, Fingerabdrücke und da ist der Buch. Ich hätte mir sagen lassen, dass man das Licht auch auslassen soll. Mhm. Mach jetzt mal hier über die Licht. Es ist durchgehend. Oh, 10. Basti geht's gut. Er ist bei 88, 90, aber auch nur in 89. So, Lara, zu deiner YouTube-Video. Ist gut gemacht und sachlich. Basti. Hoffe, da kommt mehr, ist aber bestimmt viel Arbeit, das zu schneiden. Finde die Videolänge in Ordnung. Bekommst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ist wieder runter auf 5. Ich hoffe, du hast noch paar Ideen für weitere Videos. Ey, der war aber schnell und wieder weg. Wer passt denn noch dazu? G-Man, auf jeden Fall. Ich habe super viele Ideen. Das nächste ist auch schon in Konzeption. Ja, es ist eine Menge Arbeit, aber es macht unglaublich viel Spaß. Also, da ist das Herz in der Hose. Da war der Stift wieder. Ich habe ihn gesehen. Der hat kräftiger gemacht. Aber wenn wir zusammen reingehen, ich glaube mal, dann wird er ja nicht jagen, ne? Nee, anscheinend ja nicht. Nee. Aber wir haben das auch noch nicht mit dem hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Das heißt, einer müsste alleine mal mit dem Kruzifix da rein. Ich war eben gerade mit dem Kruzifix drin, aber da ist nichts passiert. Das kann auch am Licht gelegen haben. Hattest du das schon ausgerüstet? Ja. Er saß also im jetzt eben gerade. Jetzt eben gerade nicht, wo sie erschienen ist. Oder er doch sie. Ich bin mal mit drinne jetzt. Ihr müsstet halt das Licht ausmachen. Wenn das Licht aus ist, also da war eben gerade gut Action, als das Licht ausging. Oh, minus 10. Gefriertemperatur minus 9 eintragen. Okay, das heißt, wir haben jetzt. Wir haben Fingerabdrücke und Gefriertemperatur. Was haben wir denn zur Auswahl? Gespenst, Banshee. Dann ist es die Banshee. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Was macht eine Banshee? Banshee fürchten das Kruzifix und sind wenig aggressiv. Ja, könnte hinhauen. Mit Gespenst? Giftige Reaktion. Pass auf, wir müssen mal gucken, ob das Salz ist. Ich habe das Salz ja direkt da vorne bei der Kamera hingepackt. Ob da was ist. Ich gehe mal schnell mal gucken. Ja, wenn es ein Gespenst wäre, dann würde er auf die Geisterbox reagieren. Ja, Salz ist rein ins Salz. Aber ein Fußabdruck? Hat jemand Fotoapparat? Fotografiert mal bitte das Salz schnell. Ich komme mit rein. Weil dann haben wir gleich Dings. Wartet, ich muss nur kurz eingeben. Salz, dann komme ich mit rein. EMF, Geisterbox, Fingerabdrücke, scheiße. Ach, Salz ist als Beweis noch, können wir nehmen. Hat jemand Kamera? Hami ist unterwegs. Genau, dann gehen wir mal rein und dann fotografieren wir hier vorne gleich das Salz einmal. Hier vorne direkt vor der Tür. Aber wie kann das denn sein? Basti war direkt bei dem Fieder drin und ist immer noch so um die 90. Und ich hock hier mit 68. Hab halt stark genervt. Ja, super. So, was könnten wir da noch mit reinnehmen? Also das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist das Kruzifix. Genau. Kruzifix und Geisterbox. EMF haben wir schon gemacht? War aber noch nicht auf 5. Okay. So, warte mal, der Dings kann ich ja hier ablegen. Den brauche ich ja jetzt nicht, den Gefriertemperaturmäßig.
Was meinst du denn, Banshee oder das andere? Aber mit Kruzifix würde ja Banshee hinhauen, ne? Ich hätte jetzt gesagt, eine Banshee. Was bräuchten wir denn für eine Banshee? Also für eine Banshee. Wo bist du? Die Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Stärken. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Schwächen. Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Beweis EMF. Also hier, pass auf, Banshee, weil ein Gespenst berührt nie den Boden, wodurch er nie Fußabdrücke gefunden wird. Also ja. Ist es eine Banshee. Weil wir haben ja Fußabdrücke. Was aber der Nachteil ist, weil bei Gespenst steht, giftige Reaktion zu Salz. Aber er hat ja Fußabdrücke im Salz gemacht. Also dann ist es auf jeden Fall die Banshee. Ja. Wollen wir jetzt das nochmal probieren mit dem Kruzifix, die Heimsuchung? Ja, zu würde verhindern? Ich einfach nochmal machen. Wer opfert sich? Ja, Basti, ne? Du hast das höchste Sanity. Basti, hast du Geisterbox? Nee, ne? Haben wir noch nicht, ne? Nee. Doch, ich glaube, Basti hat die Geisterbox dabei. Ja, weil sonst kann er ja mal reden. Und wenn er reagiert, dann wissen wir, dass es ein Gespenst ist. Wie ist sie nochmal, Elizabeth? Brown. Die bleibt. Weißt du, ich mache nichts hier und bin bei 67%. Ja, aber wenn sie ja eh alleine mit ihm sein will. Ja, komm mal zurück, gell? Ja, komm mal zurück. Achso, das war ich nicht. Das war jetzt sie. Hast du recht, ja. Mehr unterstrich Baschuhe. Schnapp dir die Tür wieder auf. Huhu, Brownie, bist du da? Huhu, Brownie, bist du da? Das Schlimme ist, ich habe einen Kollegen, den nennen wir immer Brownie. Lara, hat das geklappt mit der Aufgabe mit dem Kruzifix? Nein, leider nicht. Alter. Was wollen wir denn nehmen? Dann wäre jetzt eigentlich nur wegen dem zweiten Ziel noch gewesen. Mhm. Ja, ansonsten lassen wir das mit dem Kruzifix. Ja, was sagt ihr denn? Banshee oder Dings? Banshee. Aber Banshee hat Fußabdruck, genau, okay. Ich hätte auch gesagt, Banshee ist ziemlich aggressiv, sobald man alleine drin ist. Ja. Okay. Ich habe jetzt aus Wut das Kruzifix auf den Boden geworfen. So. Bringt doch alles nicht. Ich wollte gerade sagen, sind wir auch alle drin? Nee, wir fahren jetzt einfach. Alter, wenn das jetzt ein Gespenst wird, dann haut das nur Salz rein. Es ist. Gespenst! Das gibt's doch nicht! Oh.